Hallo Freunde und willkommen zurück bei Essepop. Heute zeige ich euch eine afghanische Spezialität und zwar Mastawa Palau. Mastawa Palau ist ein Verwandter von Khichdi Qurut. Das ist auch eine afghanische Spezialität. Das ist ein bisschen breiig. Sieht merkwürdig aus, aber schmeckt so, so lecker. Für dieses Rezept benötigen wir zuallererst etwas Öl, mittelkörniger Reis und das habe ich 2 Stunden vorher eingelegt in Wasser, Kalbsschulter, Zwiebel, vorgekochte Kichererbsen, Quark oder Topfen, eine Peperoni, etwas gemahlener Koriander, Kurkuma-Pulver, Knoblauchpaste, etwas Ingwerpaste, Orangenschale von einer Orange, etwas getrocknete Pfefferminze und Salz. Ich benutze heute einen Schnellkochtopf, um dieses Fleisch zuzubereiten. Das minimiert die Kochzeit auf ein Viertel. Da gebe ich jetzt etwas Öl hinein und brate die Zwiebeln glasig an. Dann gebe ich schon unsere Gewürze hinzu, wie das Ingwer, Knoblauch, mahlener Koriander, Kurkuma und brate es im Öl an. Dann gebe ich das Fleisch hinzu und brate es kurz von außen an. Dann lasse ich es bei einer sehr niedrigen Temperatur bei geschlossenem Deckel für ungefähr 15 Minuten köcheln, bis das Fleischsaft austritt. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um den Reis. Hier entferne ich gerade das stärkehaltige Wasser und säubere den Reis. Das legen wir zur Seite bis zur Verwendung. So, jetzt nehme ich die Orangenschalen. Die wasche ich nämlich mit heißem Wasser aus, weil man weiß ja nicht, was für Keime da sind und die Bitterstoffe werden damit auch gemildert. So sieht das jetzt ungefähr aus, wenn das Fleischwasser austritt. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, deswegen braten wir das Ganze richtig heiß an, sodass das Wasser kondensiert. Jetzt gebe ich hier ein Glas Wasser und lösche das Fleisch damit ab. Und gebe noch die Peperonis hinzu. Gebe hier noch ein bisschen Salz hinzu und an der Stelle könnte man auch einen Brühwürfel dazugeben. Ich verzichte darauf, weil ich mag den Eigengeschmack von dem Fleisch. So, jetzt Deckel drauf und das verschließen wir. Also wir rasten das jetzt quasi ein. Dann muss das nochmal für 15 Minuten köcheln. Wenn ihr einen normalen Topf benutzen solltet, dann müsstet ihr das an dieser Stelle für ungefähr 1 Stunde köcheln lassen. Jetzt geben wir schon unser Reis hinzu und vermengen das. Und darauf bitte achten, dass mindestens eine Fingerkuppel Wasser über dem Reis schwebt. Denn dann entsteht genau die Konsistenz, die wir brauchen. Desto mehr Wasser, desto klebriger wird der Reis sonst. Den Reis köcheln wir jetzt so lange im Sud, bis das Wasser von der Oberfläche vom Reis kondensiert ist. Und das sieht dann quasi so aus. Denn dann können wir unser Speisequark hinzugeben und das vermengen wir mit dem Reis. Zu allerletzt geben wir unsere Kichererbsen und unsere Orangenschale hinzu und vermengen das nochmal gründlich. Nun geben wir ein Baumwoll- oder Küchentuch zwischen Kochtopf und Deckel und lassen das nochmal bei sehr niedriger Temperatur für 10 bis 15 Minuten ziehen. Freunde, das duftet jetzt schon so gut. Ich garniere das hier noch mit getrockneter Pfefferminze, Kichererbsen und mit der Orangenhaut. Das sollte man am besten frisch essen. Also ich finde das immer sehr lecker, wenn man es gerade zubereitet hat und direkt serviert. So, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Natürlich würde ich mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlässt oder meinen Channel abonniert. Und natürlich wäre es super cool, wenn ich mal eure Ergebnisse mir angucken könnte. Ihr könnt mir gerne das unter den Hashtag essepop.food bei Instagram oder Facebook zuschicken. Tschüss!